Sie dürfen einfach nicht alles glauben, was sie so denken. Da habe ich ein Bild mitgebracht. Darauf, wo wir Einfluss haben, ist im Prinzip wie ein Cockpit in einem Flugzeug. Sie können wirklich völlig alleine entscheiden, ob Sie Pilot in Ihrem Leben sein wollen oder ob Sie Passagier sein wollen. Das ist Ihre Entscheidung. Und in diesem Cockpit können Sie ganz viel einstellen. Erstmal, alle Entscheidungen müssen selbst vorgenommen werden. Sie können lieben, Sie können sich neu ausrichten, Sie können Ihre Balance wiederherstellen. Sie können, wenn notwendig, nachjustieren, und zwar jederzeit und immer und überall. Sie können Stress, Motivation, Lust und Mutbarometer einstellen. Sie können, wenn Sie wollen, hier oben steht es noch, Sie können, wenn Sie wollen, Ihre Balance herstellen. Sie können sich motivieren, Sie können starten, Sie können warten, Sie können aufgeben und Sie können entscheiden, wie hoch Sie Ihre Motivation schieben. Das ist Ihre Entscheidung. Dazu muss ich nicht Eisen biegen. Das brauche ich nicht. Ich muss denken. Und wir haben vorhin gehört, wenn sich Verhalten ändern soll und Sie Verhalten ändern möchten in Ihrem Leben, ist das ja sehr legitim. Aber Verhalten können Sie niemals verändern, wenn Sie nicht vorher Ihre Denke geändert haben, weil Verhaltensänderung ist die Folge des Denkens. Deshalb ist Ihr Leben so, wie Sie denken. Und jetzt kommen wir wieder zum Denken. Eigentlich ist ja Ihr Leben ja nicht so, wie Sie denken, sondern Ihr Leben ist so, wie Sie mit sich reden, wie Sie denken. Jeder von Ihnen kennt die Gehirnsprache. Wenn Sie ein Buch lesen, ist der Mund zu und Sie lesen trotzdem, korrekt? Das ist die Gehirnsprache. Und so wie Sie da mit sich reden, so ist Ihr Leben. Das heißt, so wie ihr mit euch redet, das wird ein schwerer Termin, das wird jetzt kompliziert, das wird ein hartes Jahr, hoffentlich kommt nach dem Sommerloch nicht das Herbstloch, weil dann kommt ja meist ein Winterloch. Ne? Und dann kommt das Frühlingsloch und ach, du kriegst die Tür nicht zu. Im Frühling kommt die Pollenallergie, im Sommer kommt die Hitze, im Herbst kommt das Laub, im Winter dieser scheiß Schnee. Wenn die Jahreszeit nicht werden, hätte ich ein geiles Leben. Unser Gehirn hat ein ganz wichtiges Motiv. Wenn wir uns das angucken, dann haben wir hier oben Lebenszeit und dann haben wir hier unten Vergangenheit. Und im Prinzip läuft unser Leben wie so eine Sanduhr. Und unser Gehirn im Übrigen denkt so, die Hälfte meines Lebens ist vorbei, na, dann müsste ich langsam Gas geben. Nein, die Wahrheit ist eine ganz andere. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Die Wahrheit ist, dass wir immer nur wissen, was vorbei ist. Wir wissen nicht, was oben in diesem Kolben noch drin ist. Wir haben keine Ahnung. Das hat den großen Vorteil, dass wir irgendwann mal überrascht werden. Hat aber den großen Nachteil, dass wenn ich Zeit liegen lasse, meine Erfolgsmöglichkeiten liegen lasse, einen Tag verbringe, der nicht gut ist, der mir nicht gut getan hat, immer ein Tag ist, der unten drin ist im Glas. Und ich weiß ja nicht, wie viel da oben noch drin ist. Niemand weiß das. Jener, der von euch Taleb gelesen hat, der weiß, dass wenn der schwarze Schwan um die Ecke kommt, hast du echt schlechte Karten. Und der kommt. Deswegen habt ihr auch gar keine Zeit zu verplempern. Stimmt der Mensch, dann stimmt die Welt. Stimmt ihr, ist alles in Ordnung und eure Zukunft hat jetzt gerade positiv begonnen. Also, meine Bitte, früher war alles besser, aber wirklich alles, sogar die Zukunft. Danke.